bevor ich nach Deutschland umgezogen bin, dachte ich, dass die Menschen eher kalt wären und nicht so freundlich, eher auf sich selbst orientiert und nicht so hilfsbereit. Ich bin Katharina, ich komme aus Mazedonien und ich bin nach Deutschland gekommen, um hier zu studieren. Ich habe früher in Mazedonien studiert, aber es war sehr schlecht. Das Bildungssystem ist sehr unorganisiert und sehr korrumpiert und hier ist zum Beispiel nicht so. Also hier habe ich als Studentin Freiheit, viel zu machen, wie ich das will, und die Verantwortung ist meine, dann was ich damit mache. Ja, manchmal wird es übertrieben, auch hier in Deutschland mit der Ordnung. Das habe ich auch hier in meiner WG erlebt. Das war das erste Mal für mich, dass ich einen Putzplan gesehen habe. So ein Zettel mit Datum, Name, Aufgabe. Also es ist nicht so schockierend, dass es sowas gibt, aber wie kann man sich sowas ausdenken als junge Person? Am Anfang hatte ich echt Angst und Aufregung, dass ich was falsch mache im Sinne von so Bürokratiezeug. Normalerweise hat man die Vorstellung, dass es hier alles so streng ist, und wenn mal einmal deine Unterlagen nicht in Ordnung sind, dass du gleich sofort raus bist von dem Land. Aber eigentlich ist das nicht so schlimm. So, natürlich machen wir alle Fehler und hier verstehen die Leute das voll und es funktioniert alles super. Ich bin mir sicher, wenn ich dort in einem Büro hingehe und sage, dass ein Drachen mein Haus verbrannt hat, die werden mir sagen, ja, zieh dir eine Nummer, wir haben jetzt, musst du diesen Formular ausfüllen. Und also es gibt halt für jede mögliche Situation eine Lösung und es ist alles so gut vorbereitet. Ich bin so geduldiger geworden und so entspannter.